Wir sind drauf und dran, einen Stadtrat zu vernichten. Ja, sind wir denn verrückt? Das ist doch bloß seine Tarnung und bisher hattest du auch keine Zweifel. Weil ich dachte, wir vernichten ihn in einer Seitenstraße oder einer Lagerhalle, nicht in seinem Büro. Wir waren uns doch einig, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Kannst du mal mit diesem Geklackere für eine Sekunde aufhören? Es ist mir mindestens so wichtig wie dir, die Dämonen auszuschalten. Aber wir müssen vorsichtig dabei sein, besonders weil Sheridan wieder hinter uns herschnüffelt. Sheridan? Sie war heute Morgen im P3. Ach ja, richtig. So, und nun lass uns den dämonischen Stadtrat beseitigen. Ich will sie nicht schon wieder auf unsere Fährte locken. Was soll das? Kontrollierst du dein Aussehen? Ja, ist das etwas schlimm? Nein, nur das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Sei nicht so eitel. Ich will einfach nur vorzeigbar aussehen. Wir treffen uns immerhin mit einem angesehenen Stadtrat, Herrgott. Dann zieh mal lieber noch eine Jacke an. Und das ist ein Stadtrat, den du für einen Dämon hältst. Du wirst schon sehen, dass ich recht behalte, wenn hier erst alle erstarrt sind. Hochrangige Dämonen kann ich nicht erstarren lassen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Verzeihung bitte, sind Sie Stadtrat Wexler? Tut mir leid. Hatten Sie einen Termin vereinbart? Nein, da lieg. Dazu hatten wir keine Zeit. Wow, das war stark. Was war da drin? Ist doch egal, gehen wir. Hey, warum denn die Eile? Hier sind doch sowieso alle erstarrt. Aber ich will weg sein, wenn sich die Starre löst und sie merken, dass ihr Boss verschwunden ist. Niemand wird erfahren, dass wir hier waren.